Es ist die wohl bekannteste Großfamilie hierzulande, die Kelly Family. Sie sind gerade auf Weihnachtstournee. Das Besondere, es ist die erste Konzertreise nach dem Tod des Vaters. Und mit zwei Mitgliedern der Kelly Family möchte ich auch darüber sprechen. Herzlich willkommen, Angelo und Paddy Kelly. Herzlich willkommen. Hallo. Du musst noch eins weiter rutschen, genau. Wir kriegen das schon hin. Hi, herzlich willkommen. Ich habe das eben in der Moderation schon gesagt, es wird auch das erste Weihnachtsfest sein. Also nicht nur die erste Tournee, sondern auch das erste Weihnachtsfest ohne den Vater. Wie werdet ihr das feiern? Ja, wir sind am 24. alle zusammen. Unser Bruder Joeys Frau's Schwiegereltern haben uns eingeladen. Mhm. Das war letztes Jahr auch so und das hat ganz gut geklappt. Leben in der Nähe von Köln, oder? Richtig, mhm. Ja, außerhalb. Die meisten leben in derselbe Gegend. Deswegen. Mhm. Und dann werden wir am 25. glaube ich, jeder so ein bisschen für sich mit seiner Privatfamilie feiern. Und naja, ich mache dann ein bisschen Halligalli. Also es ist schon so, dass die Familie zusammenkommt am Weihnachtsfest, auch wenn Mutter und Vater nicht mehr da sind. Dieses Verlangen, die Zeit gemeinsam zu verbringen oder zumindest diese als besinnlich bezeichneten Tage zusammen zu verbringen, das ist nach wie vor groß. Also mein Vater hat nie darauf bestanden früher, dass wir jetzt alle zusammenkommen. Aber trotzdem sind sie immer alle zusammengekommen. Klar, weil man wächst so auf und das ist normal, dass man sich irgendwie Weihnachten sehen möchte. Mhm. Und selbst wenn es nur ein bisschen irgendwie was Kleines essen, nicht unbedingt große Geschenke oder so, also mhm. nicht jetzt... luxuriös, sehr normal. Hm. Nur wird das also ein Weihnachtsfest ohne Vater sein und es ist auch eine Konzertreise ohne Vater. Hat er überhaupt so zu Lebzeiten in den letzten Jahren noch eine große Rolle gespielt für das musikalische Treiben der Familie und für das familiäre Beisammensein? Also mein Vater hat ja also 1999 seinen ersten Schlaganfall bekommen. Mhm. Und danach konnte er nicht mit uns auf Tour kommen. Mhm. Das heißt, davor war er mit uns noch unterwegs. Vor 3 Jahren hat er sein zweites bekommen. Danach war es endgültig aus mit dem Business überhaupt, dass er die Firma leiten konnte und so weiter und so fort. Und bis dahin hatten wir sowieso alle gewisse Aufgaben übernommen. Insofern von dem Standpunkt ist das nicht so ganz krass. Es ist mehr so das Persönliche, was halt nicht mehr da ist. Mhm. Wer macht jetzt was in der Familie? Also bei Ihnen ist zum Beispiel so, Sie sind ja Vater auch. Ja. Ja? Zweifach. Zwei. Gerade das zweite Kind, also nicht Sie, sondern die Frau hat es bekommen. Ja, vor 6 Wochen. Wie das Öl. Ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ein Sohn und eine Tochter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie leben mit dem Kind, bitte sehr. Er ist 6 Wochen her. Der Applaus übrigens geht an die junge Mutter. Richtig. Besonders, weil die das Große ja vollbracht hat. Das stimmt. Und Sie leben in der Nähe von Köln oder in Köln? Ja, genau wie bei Joey, also in der Nähe auch Patricia. Mhm. Ja. Wo leben Sie? Ich wohne südlich von Köln, auf dem Land. Also das heißt, sind schon alle in dieser Gegend geblieben? Ja, wir sind, ich war so der letzte Mohikaner, der aus dem Schloss ausgezogen ist, ja. Also aus dem Schloss heißt Gümnich, das ist das ehemalige Gästehaus der Bundesregierung. Genau, und das gehört Ihnen noch? Das ist noch Familieneigentum, ja. Mhm. Das ist übrigens ab nächsten Jahr, kann man da auch ein Hotelzimmer buchen oder Firmen feiern, was man so will, mhm. ja. Auf jeden Fall hatten die Geschwister, die meisten von uns, schon im Auslandraum von Köln sich niedergelegt. Mit, Ausland? Raum. Umraum. Und meine erste Sprache war Französisch, also mit dem Deutsch. Ja, kein Problem, wir bringen das schon zusammen. Gut, aber Sie wissen, was ich meine, ne? Ja, niedergelassen. Also so komischerweise sind für alle irgendwie in Miethäuser oder auch Kaufhäuser. Kaufhäuser. Die Sache entwickelt sich. Sehr gut. Wäre fast ein Witz gewesen, ne? Ja, ja, ja. Jetzt sind wir quitt, Angelo. Nee, aber wir sind komischerweise alle in derselben Umgebung irgendwie hingezogen. Alle so 10, 15 Minuten voneinander. Und das wollte ich auch sagen. Ist praktisch, weil... Das ist ja, deshalb haben wir Sie beide eingeladen. Ja, genau. Ja. Wir korrigieren einander. Ja, genau. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir im Gespräch richtig weiterkommen. Wir freuen uns ja, dass Sie hier sind, dass wir so ein paar Fragen klären können. Zum Beispiel diesen Familienzusammenhalt, wo Sie doch jetzt alle, also nicht alle, aber die meisten kleine Kelly-Families haben. Sie haben eine kleine Kelly-Family. Joey ist Vater. Patricia ist Mutter. Also einige haben so ihr eigenes soziales Umfeld. Ist das überhaupt zu schaffen, dass man diesen Mythos Kelly Family, so wie wir ihn kennen, aufrechterhält?
Ich glaube, wir sind mehr eine Familienband jetzt wieder geworden, seitdem wir Kinder haben. Also seitdem die kleine Generation dazugekommen ist, weil dieses familiäre Seite von uns ist wieder sehr stark vorhanden. Vor ein paar Jahren waren wir alle irgendwie sehr verwickelt in den Medien, in den ganzen Rummel, alles auch irgendwie sehr müde von das Ganze. Und mittlerweile, da pappen uns Partnerschaften haben und Kinder, das gibt sehr viel Stärke. Und vor allen Dingen, wenn ihr auf Tour mitkommt, das bringt dieses, wie früher, halt, wo die Mutter noch dabei war, kleine Kinder noch und mein Vater. Das ist wieder in der Richtung und das ist im Gegenteil, es hilft. Wobei Erinnerungen an die Mutter können Sie eigentlich nicht haben? Die ist ich nicht, nein, aber ich kriege immer die Erzählung. Ich war zwar nur 10 Monate alt, als sie gestorben ist, aber es gibt nach wie vor, sie ist nach wie vor vorhanden, wird nach wie vor über sie geredet, genau wie mein Vater jetzt. Mutter ist gestorben, als Sie ganz kleines Baby waren, 6, 7 Monate alt. Sie waren schon 5 oder? 4, fast 5, ja. Haben Sie Erinnerungen konkrete oder wissen auch Sie eigentlich das meiste nur aus Erzählungen? Ich habe ein paar gute Erinnerungen noch von den Zeiten mit unserer Mutter. Konkret, da gab es eine Geschichte, wo ich meine Schwester irgendwie, was habe ich gemacht? Ich habe die gekniffen oder so, glaube ich. Und dann kam die Mutter und hat geschimpft. Und als die Mutter schimpfte, dann habe ich immer einen riesen Kloß im Hals bekommen. Als Papa schimpfte, ich sage, ja, Papa, mach mal weiter. Und, aber als Mama schimpfte, dann muss das schon was Schlimmes gewesen sein. Das ist eine Erinnerung. Und wir haben auch viele alte private Videoaufnahmen von den Zeiten. Und, ja. Wir wissen, dass der Vater lange Zeit so eine Art von Patriarch war, über der Familie und vieles für die Familie und mit der Familie organisiert war. Wer hat denn die Mutter ersetzt? Wer war dieser Gegenpart, den es ja gibt oder geben muss in Familien? Also ich glaube, mein Vater war zwar sehr früher, als die Mutter noch da war, schon der Strengere, aber als die Mutter gestorben ist, zumindest für uns Jüngeren, war nicht Papa, sondern war Mappa. Mhm. Mappa, eine Mischung aus Mama und Papa. Und zu uns Jüngeren auf jeden Fall war er so. Zu den Älteren war er nach wie vor irgendwie streng und ich glaube, als alleinerziehender Vater für 10 Kinder muss man das auch irgendwo ein bisschen, weil sonst... Wie hat er das verkraftet? Nicht sehr gut am Anfang. Am Anfang hat er sehr, sehr viele alkoholische Probleme bekommen, aber das hat er alles sehr gut überwunden und ja. Und das war für die Familie schon auch spürbar, diese Problematik, also die Alkoholproblematik beim Vater? Das ist länger her, aber... Na gut. Naja, also das ist so, der hatte sicher, man kann sagen, Depression oder eine schwierige Phase nach dem Tod unserer Mutter gehabt. Mhm. Aber von seiner Addiction, wie sagt man das? Addiction auf Deutsch. Sucht. Sucht, ja. Habe ich persönlich nichts gespürt. Also der hat jetzt nicht geschlagen oder so, ja. Mhm. Oder ist zu Hause nicht ausgerastet. Das war mehr vielleicht, wenn wir alle im Bett waren, ja. Mhm. Der ist aber 86 war er dann auch in den USA und hat dann aufgehört von einem Tag auf den anderen. Nur ein paar Jahre später, also 4 Jahre später genau gesagt, kam dann der Schlaganfall. Mhm. Allerdings, wie soll ich sagen, der hat einfach einen wahnsinnigen Willen gehabt. Ja? Und diesen Willen haben einige von uns auch ein bisschen geerbt. Joey zum Beispiel, unser Sportler, der gibt ja nie auf. Ne? Ja, der hunderte von Kilometern durch die Wüste rennt. Genau, grundlos. Was der? Grundlos? Haben Sie jetzt gesagt. Nein, ich schätze das sehr, wenn jemand das macht, aber... Warum machen Sie die Sendung? Bitte? Ja, na, das macht mir Spaß. Darüber müssten wir länger sprechen. Ja. Aber das ist nochmal ein Unterschied zum Wüstenmarathon. Ja, aber na, ich weiß nicht. Sie machen ja auch Ihre Reportagen über ganz Alaska und so. Das ist mein Job. Ja, ja gut. So ist es ein bisschen bei der Kelly Family natürlich auch. Aber diese besondere Zusammengehörigkeit, und das ist ja das, was offensichtlich diese Familie auszeichnet und unterscheidet, auch von anderen Familien, die kommt möglicherweise ja daher, dass Sie früh eben den Verlust der Mutter zu verkraften hatten, dass Sie später dann auch, als der Vater krank war, irgendwie zusammenstehen mussten in einem vergleichsweise jungen Alter noch. Da waren Sie alle nicht mehr 14, aber trotzdem noch irgendwie jung und nicht ganz frei fürs eigene Leben. Daher kommt auch sicher der Zusammenhalt, oder nicht? Ich glaube nicht, dass wir sonderlich anders sind als andere Familien. Also ich glaube, was uns sehr hilft, ist dadurch, dass wir Musik zusammen machen. Das ist etwas, was wir gemeinsam haben. Es ist nicht so wie andere Familien. Jeder hat so seinen Beruf. Gut, dadurch... Sie sind eine sehr große Familie. Sie sind eine sehr reiselustige Familie. Sie sind in Spanien sehr viel gewesen. Und ich kenne sonst wenig andere Familien, die sich den Broterwerb auf der Straße verdient haben in den ersten Jahren. Und wo die Kinder mit dem Hut rumgeschickt wurden, weil das einfach die Familieneinnahme war. Ja, aber das ist ja, also ich
So lebe ich zumindest. Also für mich ist erst, dass Musik mache ich aus Leidenschaft und aus wirklich, weil ich Künstler sein möchte und bin. Und das ist immer meine Herausforderung, das besser zu werden. Und dass ich dadurch auch verdienen kann und so leben kann, das kommt dazu. Aber das darf nie andersrum sein, weil sonst wird man auch keine gute Kunst machen, glaube ich. Ich denke, dass es schon viele Familienbetriebe gibt, vielleicht nicht in der Musikbranche, aber jetzt, ob das italienische Pizzabäcker sind oder so, ja? Mhm. Die oder was weiß ich, die Chinesen haben auch viele Familienrestaurants, ja? Ja. Und bei uns ist halt die Gemeinsamkeit, wie Anto schon sagte, die Musik gewesen. Sicher, unser Lebenslauf ist sehr alternativ gewesen, ja? Das ist, was vielleicht uns zu anderen Familien unterscheidet. Aber wir sind nach wie vor aus Fleisch und Blut wie jeder andere. Werden Kelly-Kinder früher erwachsen? Vielleicht. Also ich habe viel von der Welt selber mit den Augen gesehen und kann auch 4, 5 Sprachen sprechen. Und das konnte ich schon mit 18, 19. Also das brauchen vielleicht andere ein paar Jahre Studien für. Ich würde nicht sagen, dass es so wie bei den Jacksons ist, ja, wo das nachteilhaft war. Weil man halt eine große Zusammenhalt hat in dieser Familie oder zumindest hatte in der Jugend, die einen etwas geschützt haben. Früher gab es ja diesen Mythos dieses Familienbusses als Familiengefährt, auch auf den Tourneen. Wie viele Tourneebusse sind das denn, die mittlerweile hintereinander herfahren, weil ja jeder seine eigene Familie auch noch mit touren lässt? Wir haben nach wie vor also einen Bus, nicht das alte natürlich. Mhm. Es gibt sehr gute Tourneebussen, so eine Art Hotelbussen, und die haben dann immer so 16 Betten oben und unten halt irgendwie schöne Lounge und auch Küche, Wohnzimmer, Fitnessraum, was man so braucht. Saunatorium. Ja, Fernsehen. So. Und, das sei ihnen gegönnt, also ich bin da frei von Neid, ist doch toll. Nee, es ist eigentlich super. Also ich bringe meine Frau und Kindern oft mit, momentan nicht, weil die Kleine jetzt ziemlich noch klein ist, aber ansonsten kommen die mit und mögen das auch sehr. Nun gibt es hin und wieder auch Schlagzeilen rund um die Kelly Family, das sind nicht immer musikalische, an der Stelle verweise ich gerne auf Speechless, das ist die aktuelle Single, ja? Aber es sind nicht nur... Er ist schuld. Ja? Was? Woran? Was hab ich gemacht? An der Single oder? Am Video. Nein, war nicht meine Idee. Sie sehen es gleich. Dann können wir doch mal ganz kurz reingucken. Sehen wir einen kleinen Ausschnitt? Doch, warum denn nicht? Und wenn nicht, das wird doch schnell gezeigt. Hello, Mrs. Speechless, how do you do? How do you do? Irgendwie hat er mich überzeugt. War das Körperdubel? Nein. Alles selbst gemacht. Okay. Also, das war die eine Schlagzeile, Kellys nackt. Dann gab es eine andere, ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer von Ihnen daran beteiligt war. Bei der Beerdigung des Vaters hat es Stress gegeben mit einem Reporter. War das tatsächlich so oder ist das übertrieben dargestellt worden hier? Also hier hieß es, Kellys prügeln Reporter. Ja, also es war so. Erstens, es gab viele Paparazzis da und das war natürlich sehr unangenehm. Das nervt. Also ich fühlte mich schon, ich habe mich geärgert, dass ich... Mein Vater irgendwie den Sarg reinbringen muss in der Kirche, und in dem Moment muss ich das verdrängen, dass die gerade Fotos von mir machen. Und ich kann nicht in dem Moment mich selber sein, weinen oder wie auch immer. Mhm. Und das fand ich einfach irgendwie einen Schritt zu weit. Was da passiert ist, diese Fotos, die man so gesehen hat, wo das mein Bruder Jimmy und Joey mit einem Reporter bzw. einem Paparazzi, die haben sich mit ihm gestritten. Die haben ihm gesagt, er soll abhauen oder vielleicht auch schlimmere Wörter benutzt, aber dass er auf den Boden gefallen ist bzw. geschubst worden ist, das sah natürlich danach aus, als hätten die ihn verprügelt. Er hat nie eine Anzeige gestattet, war nicht im Krankenhaus, aber das ließ man nicht. Und so geht's. Klar. Jetzt immer, wenn Mitglieder... Also wenn ich da gewesen wäre, dann hätte er eine blutige Nase gekriegt. Ah, ja. Also wenn Mitglieder der Kelly Family zu Gast in diesem Studio sind, und das passiert ja mit erfreulicher Regelmäßigkeit, dann gibt es immer mehrere Dutzend von Fans, die draußen vor der Studiotür stehen, teilweise auch hier im Publikum sind, aber die unbedingt dabei sein wollen. Und heute, als ich ankam, haben mich zwei Mädchen, darf man sagen, bei unter 15-Jährigen, oder? Also wirklich junge Frauen haben mich angesprochen und haben gesagt, frag doch mal, warum Jimmy nicht da ist. Wir haben gehört, die haben Stress in der Familie. Stimmt das?
Also ich frage natürlich. Stress gibt's immer bei uns. Ja? Nee, ich bin jetzt gerade in Lübeck, weil wir haben jetzt gleich ein Konzert. Konzert? Ja. Mhm. Ach so, Jimmy, das ist aber keine Familienstreitigkeit oder so. Ich frage das aus eigenem Interesse. Ich werde dafür bezahlt und natürlich, weil die jungen Damen das wissen wollten. Ja, also so zurzeit sind die Hälfte von uns krank. Bei mir hört man es noch ein bisschen. Mhm. Aber wir schaffen es noch gerade so, die Shows hinzukriegen, weil wir auch füreinander ein bisschen einspringen können. Und auf der Bühne improvisieren sozusagen. Ja, genau. Ja. Wenn einer jetzt keine Stimme oder eine keine Stimme hat an dem Tag, dann legt man diese Nummer einfach zur Seite oder man spielt es ein paar Töne tiefer. Mhm. Und wir sind beide sozusagen die am wenigsten krank. Ja, das sowieso. Dann würde ich sagen. Ach so, was überhaupt. Dann würde ich sagen, gute Besserung für die ganze Familie, ja, Grüße natürlich. Ja. Und mögen die Stimmbänder durchhalten für die Weihnachtstournee, die ja noch ein paar Tage geht. Ja. Alles Gute für das Fest im Kreise der Familien mittlerweile. Herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön. Angelo Pikenne.